Herzlich willkommen. Herr Westerwelle hat total die Nerven verloren. Das ist gut, denn er hat genau das gesagt, was er denkt. Der Angriff auf den Sozialstaat sollte eigentlich erst einen Tag nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen beginnen. Doch jetzt ist es raus. Die Bundesregierung versucht, einen Krieg unter den Armen in diesem Land anzuzetteln. Die Menschen, die trotz Arbeit arm bleiben, sollen gegen die Menschen, die keine Arbeit finden können, aufgehetzt werden. Diese Methode ist alt, aber leider ausgesprochen wirkungsvoll. Dazu bedient sich Westerwelle zweier Argumente. Erstens, der Sozialstaat ist überfordert und zweitens, das Lohnabstandsgebot ist in Gefahr. Ja, es trifft zu, dass sehr viel Geld zur Sicherung der Sozialsysteme aus dem Bundeshaushalt in die Rentenversicherung, in die Arbeitslosenversicherung und in das Gesundheitssystem fließt. Doch das ist kein Ausdruck von sozialer Politik. Der von Schröder und Fischer geschaffene Niedriglohnsektor hat unser Sozialsystem untergraben und ins Wanken gebracht. Wir können die Sozialsysteme nur retten, wenn wir endlich die Agenda 2010 abwickeln. Ein erster Schritt wäre der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn. Damit bin ich schon beim Lohnabstandsgebot. Der Skandal ist doch nicht, dass Arbeitslosengeld II-Empfänger genauso viel Geld wie Niedriglöhner bekommen. Der wirkliche Skandal ist doch, dass viele Menschen zu einem Hungerlohn arbeiten und davon leben müssen. Es geht also um gerechte Löhne. Das ist die Forderung der Stunde. Die Linke will den Krieg der Armen, auf den Westerwelle und Co. setzen, unbedingt verhindern. Das wird uns nur gelingen, wenn wir Brandstifter auch als Brandstifter bezeichnen. Und besonders am Tag der sozialen Gerechtigkeit müssen wir das immer wieder betonen.